Damen und Herren, willkommen hier zurück zu Zeitlupenschießen. Nein, natürlich zum Mafia 3. Und heute habe ich ein Großupdate dazu gehabt. Ich habe eine Stunde abgedatet und jetzt sehe ich Zeitlupenschießen. Zeitlupenschießen ist jetzt verfügbar. Benutze die Fähigkeit während des Heilens, um die Zeit zu verlangsamen. Fülle die Anzeige durch Kopfschüsse auf, um Zeitlupenschießen einzusetzen. Wenn der Balken voll ist, halte rechte Maustaste gedrückt und drücke Leertaste. Und aus welchem Grund spawne ich gleich hier? Ach ja, ich wollte ja eigentlich die Qualität runterstellen, fällt mir gerade so ein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal trotzdem mal hier rein. Machen wir mal kurz leiser, denn ich weiß echt nicht mehr. Genau, hier hinten ging es eigentlich zur Bar, die Bar ist aber zu. Okay. Gut, ja, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Stunden-Update gehabt. Ich weiß nicht, ob noch was dazu kam. Shit ist jetzt, dass ich hier gespawnt bin, aber ich mache jetzt gleich den Story-Auftrag, der hier ist. Warum auch nicht. Kickbait soll sie auch gleich einsammeln, die liebe Frau. Und ja, ich mache mal ein kleines bisschen noch lauter, glaube ich. So, Vorproduktion ist wieder am Start. 3-4 Parts ungefähr. Müssten das jetzt sein, die ich jetzt machen möchte. So, wir kommen hier raus. Okay. Don Dovan. Also der ist eigentlich schon recht nice, muss man mal sagen. Offensichtlich hattest du bei Remy Duval voll den Durchblick. Hör dir das an. Sieh dir an, was er macht. Es geht hier um unser Zuhause. Ich schau mir das nicht mehr länger mit an, wie uns so ein elender Drecksnigger das ganze Geschäft zerstört. Und darf ich fragen, was du dagegen tun möchtest? Ich erwürge diesen Bananenficker, das werde ich machen. Entschuldige bitte. Ist mir so rausgerutscht. Der will dich nur aus der Reserve locken, Remy. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, dich auf so ein Spiel einzulassen. Dies ist eine problematische Situation, das wissen wir alle. Aber wenn du gegen ihn vorgehst, hat er sein Ziel erreicht. Lass das Salesmänner regeln. Salesmänner? Die Menschen hier im Viertel erwarten, dass sie von mir beschützt werden und nicht von irgendwelchen schmierigen Ithaca-Arschlöchern. Oh nein, nein, vergiss es. Das nehme ich selbst in die Hand. Nur dann kapieren die Nigger und die Ithaca, dass wir hier in Frisco Fields auf uns selbst aufpassen. Du machst einen Riesenfehler, Remy. Damit setzt du doch alles aufs Spiel, was wir uns hier aufgebaut haben. Unsere Lebensart steht auf dem Spiel. Da interessiert mich doch nicht so ein gottverdammtes Casino. Langsam glaube ich, du lebst in einer anderen Welt. Eine Minute später hat Olivia Sell angerufen und ihm gesagt, dass Remys Leute von der Southern Union dich suchen. Wenn du da oben aufkreuzt, laufen dir bestimmt ein paar über den Weg, dann kannst du sie ja fragen, wo Remy sich verkrochen hat. Ja, wenn ich fertig bin mit dem Pisser, ist Olivia fällig. Aber an sie ranzukommen wird nicht leicht. Marcanos Männer und diese reichen weißen Arschlöcher, mit denen sie rumhängt, riechen mich eine Meile gegen den Wind. Lass dir was einfallen. Streng deinen Kopf an. Okay. Ich lasse mir was einfallen und streng meinen Kopf an. Sag mal, was soll das eigentlich werden? Noch nie was von Körperhygiene gehört? Okay, Story-Auftrag. Finde einen Diakon der Southern Union. Müssen wir mal gucken, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Müssen wir jetzt hin? Ach so, da hoch müssen wir jetzt. Okay, gut. Dann bin ich mal hier. So. Und jetzt wird der Diakon gesucht. Ich würde mal sagen, der hängt doch hier irgendwo in der Mitte drin rum. Bin ich mir dann überhaupt nicht sicher.
Oder hier irgendwo? Oh ja, dürfte wie verrückt, meine kleine Sau. Ja, also wir müssen ihn jetzt besuchen. Suchen ist ein bisschen... Schitte. Weil das Gebiet ist ja nicht gerade klein. Und irgendwie wird der Kreis auch nicht kleiner, also... Gut, es gibt auch nicht viele Straßen hier. Das ist schon mal ein Vorteil. Also man sehe und staunen, der könnte aber auch hier oben irgendwo sein. Hat er gerade gesagt, und deswegen gehe ich lieber zu Fuß? Junge, ich habe dich fast umgebracht. Oh. Ach, die sind jetzt gerade hinter mir her. So, jetzt habe ich den erstmal umgebracht. Schön, wenn die Arschlöcher den Keller abschneiden können. Hier kommt jetzt noch mehr. Runter. Sieht das ja richtig was drauf. Oh, häng, häng, häng. Okay, ich hätte mich heilen müssen. Und ich habe keine Munition mehr. Also Munition kaufen. Geld wollte ich eigentlich auch letzte Runde wollte ich davor auch noch weglegen, aber das habe ich wohl ganz vergessen. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie lange ich den Part jetzt eigentlich mache, weil ich ja die Fahrt jetzt rausgestimmt habe. Was ist das jetzt? Ach nee, muss man trinken? Ich hab Durst. Ein Alkoholiker. Wo spawn? Achso, hier spawn ich. Okay, Leute, ich würde sagen, los geht's. Die Vergeltung ist da. Ich habe ihn im Visier. War das gut? Weiß ich nicht. War mal helfen die mir? Die helfen mir ja. Granate, Achtung, Vorsicht! Gut. Es ist mir... Warum kommen... Die kommen raus und helfen mir, geil. Da, bleibt mal ruhig. Duval, wo ist er? Das wirst du schon sehen. Er trommelt ein paar Jungs der Union zusammen. Um deinen Arsch zu jagen. Heute Abend, oben in der Nähe vom alten Aussichtspunkt. Schätze, sie müssen wohl ohne dich anfangen. Aua. Alter, ja, okay. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden. Also, wir haben denn jetzt hier geholfen? Ich rufe die Polizei. Oh Gott, ich rufe die Polizei. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Shit. Schaff das hier raus! Okay, ich wäre dann soweit. Gutes Timing. Komm. Komm, Munition. Ausrüstung. Komm, Molotow.
Nachschub. Achtung, es gab ein Tötungsdelikt in Frisco Field. Der mutmaßliche Täter wurde als männlicher Schwarzer beschrieben. Alle verfügbaren Einheiten, oh, fuck, bitte bestätigen. Oh fuck, kann ich die Polizei nicht abschütteln? Die Vorvermittlung. Komm. Ich muss die Streife in Frisco Fields loswerden. Oh, wie geil. Dankeschön, lieber. Wer hat mir da eigentlich geholfen? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich komme mit dem richtigen Tarnfahrzeug an, oder? Geh zur Verhandlung der Southern Union. Und jetzt ja, scharfe Kurve einlegen. Okay. Hätte der ein bisschen mehr Power in deinem Hintern, dann würde es vielleicht besser klappen. Ja, man merkt auch, die FPS-Zahlen sind sehr getoppt. Ich bin gerade bei 16 FPS, also ich hätte mal wirklich die Qualität ein bisschen niedriger stellen müssen. Mache ich, glaube ich, nächsten Part, damit es ein bisschen flüssiger läuft. So, komm mal her, liebe Versammlung. So, von Union. Ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwas dazu kam, weil das Update, ich weiß jetzt nicht, wie groß das war. Ich habe etwas eine Stunde gebraucht, bis es runtergeladen war. Eine Stunde 30 oder so. Also es ist kein kleines Update. So, und egal, ob jetzt Mafia eigentlich noch geguckt wird, das möchte ich auch jetzt noch dazu sagen. Mafia soll fertig werden. Mafia soll einfach nur fertig gespielt werden. Danach wird es eigentlich auch nur wieder runtergehauen. Und ich hänge jetzt eindeutig viel zu lange schon dran. Ich hänge eindeutig jetzt schon viel zu lange an Mafia dran. Deswegen muss jetzt Mafia langsam mal fertig werden. Das erinnert mich, glaube ich, an... War es nie an den zweiten Teil, wo ich auch noch gesagt habe, ja, wir müssen fertig werden. Dann habe ich immer so, oh, wir sind jetzt zu Ende. So schnell kann es gehen. Man weiß nie, wie lange der Part theoretisch dauert. Das ist ein Geländewagen. Warum rutscht er so sehr? Warte mal. Was war das jetzt? Ey, was war denn das denn bitte jetzt? Rede mit Remy Guevara. Ich glaube, das mache ich nächsten Part und ich beende den Part, gehe jetzt noch nicht aus dem Spiel raus, weil sonst muss ich wieder vom Arsch der Welt fahren. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch rum. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann sehen wir uns nächsten Mal wieder zu hoffentlich einer längeren Folge von Mafia. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.